Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grow Home. Wir sind gerade am Rüberfliegen zu dem... Oh, das wird knapp. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. So. Schauen wir mal. Wir wollen gerade die Kristalle einsammeln. Wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, dass wir das wollen. Und guckt mal... Jetzt ist wieder Nacht und unser Bad hat scheinbar Leuchteraugen. Zumindest sieht er, wo er hinleuchtet, ne? So. Beziehungsweise er sieht... Was ist das? Ach, das ist der Mond. Ah, okay. Verstanden. Jetzt wird es nämlich schon wieder Tag. Also die Tage und Nächte, also die Nacht vor allem, ist ziemlich kurz hier. So, da ist ein Kristall. So. Wir müssen auf 40% kommen. Hier ist schon der nächste. Wir wollen ja schließlich alle Kristalle haben. Ich glaube, über dem Wasserfall war auch nochmal einer. Mein Gedächtnis hat mich auch nicht getrübt. So, und dann war da drüben noch irgendwo einer oder zwei. Das probieren wir jetzt einfach mal. Kann ja nicht so weit sein, ne? Zumindest sah es auf keinen Fall so weit aus. So. Schauen wir mal da hoch. Das scheint eine Aussichtsplattform zu sein. Und ich habe schon wieder vergessen, die Zeit zu stellen. Das ist natürlich wieder mal ganz typisch, Christine. Haha. Das ist nicht gut. So. Und wir haben immer noch eine Pflanze, eine Blume. Wir gehen hier mal rauf. Aber wenn er will, kann er ziemlich lang die Arme machen. Das ist gar nicht so einfach, sich hier in dieser Welt zurechtzufinden. Vor allem, wenn man Kristalle suchen will oder sucht. Wo man auch weiß, dass sie definitiv noch vorhanden sind. Aber ich würde jetzt erstmal gerne so eine Blüte machen, holen, weil... das ja doch irgendwie ein bisschen gefährlich ist, ohne Blüte hier durch die Gegend zu kommen. Auch wenn wir jetzt dieses komische Düsenchat-Teil haben. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz oben. Kann es sein? Oh doch, wir sind sogar weiter oben als gedacht. So. Da ist eine Blüte. Na, komm hier. So. So ist schön. Jetzt haben wir wieder. Ja, da freut sich auch Bud, so wie sich das gerade angehört hat. Und, jetzt weiß ich nicht genau, was wir tun sollen. Das ist irgendwie jetzt gerade, Mai, wir könnten jetzt mal direkt zu der Pflanze hoch. Ob das was bringt? Ich glaube es. Ich bezweifle es aber allerdings. Wir probieren es jetzt einfach mal. So. Das lädt sich wieder auf. Das ist nämlich ziemlich schön. So.
man muss auch die Steuerung mit beiden Knüppeln machen, weil sonst wilbert einfach manchmal nicht weiterlaufen. Das ist auch ein bisschen doof, aber mei. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ja, ja. So, mein süßes Pflänzchen. Sag mir mal, was ich zu tun habe. Bud, was machst du? Wo bist du? Du sollst nicht abstürzen. Abstürzen ist in dem Fall ganz scheiße. Nee, das sah nur so aus wie ein Kristall. So, ich habe keinen blassen Schimmer, was zu tun ist. Bud, halt dich fest, halt dich fest. Ja. So. Gut. Ich würde mich jetzt gerne mal da festhalten. Genau, damit wir da mal gucken können. Da ist einfach nichts mehr. An denen ist nichts mehr. So. Oh, die Welt sieht ja auch cool aus. Auf die freue ich mich schon. Aber davor müssen wir erstmal zu der. So. Wo haben wir da noch rote Pflänzchen? Ich sehe irgendwie gar nichts. Rote Pflänzchen. Da scheint auch nichts zu sein. Ich meine, dass diese Enten 1, 2, 3, 4... 5, 6, dass die in diese Dinger müssen. Okay, das haben wir gecheckt. Die Frage ist nur, wie? Das ist eine ziemlich gute Frage. Okay. Das heißt, wir lassen uns jetzt fallen und schauen da unten nach? Oder wir lassen uns nicht fallen und... Ja, ich weiß, dass wir sehr toll sind, aber das ist trotzdem ein bisschen doof. Da drüben ist auf jeden Fall nochmal so eine... Also, dass wir nicht alle erwischt haben, das wissen wir ja. Ist ja auch irgendwie klar in dem Chaos, das da unten herrscht. Frage ist nur, wie bringen wir diese Pflanze weiterhin zum Wachsen? Na gut, wir fallen einfach mal. Und hoffen, dass wir jetzt bis darüber kommen. Gut, es könnte knapp werden. Naja, immerhin. Immerhin haben wir noch zwei. So, jetzt schauen wir halt mal von hier aus. So. Also die hat definitiv keine weiteren Ableger. Nenne ich das jetzt einfach mal, diese roten Blüten. Aber was ist denn da? Da waren wir doch noch nicht drüben hier. Oder? Doch, das ist der letzte Energiestein. Und die Sonne geht schon wieder unter. Okay, ich würde sagen, ich mache hier jetzt mal Schluss und werde mal schnell mein Handy holen, damit ich auch eine wundervolle... Oh, schaut mal, ein toller Sonnenuntergang. Jetzt ist er weg. Jetzt ist dafür der Mond da. Cool gemacht. Aber ich werde jetzt mein Handy holen für die nächste Folge, damit ich jetzt wieder gescheit meine Folgen machen kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst mir Kommentare da, Abos und Likes. Schaut auch mal in unsere anderen Projekte rein. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.